Na, was ist denn hier los? Alles verlassen. Irgendwie hat sich die Atmosphäre in der Stadt verändert. Vielleicht ist etwas passiert. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwergen-Gnome-Hobbits und Engeldum zu einem neuen Part. Pokémon Mystery Dungeon. Ratatim DX mit dem Zwergenfürst. Und wir starten direkt in die Story, ins Abenteuer hinein. Zwergi, wir sollten das mal überprüfen. Das sollten wir. Sieh mal, sie haben sich alle dort versammelt. Lass uns mal hingehen. Hey, was ist denn hier los? Ich sag euch, ich war völlig baff. Es ist wirklich alles wahr. Wahr? Die Legende von Voluana. Ich hatte die Gerüchte ja nie geglaubt. Deswegen war ich ganz schön schockiert, als ich die Wahrheit erfuhr. Zwergi, Mornef. Oh, hallo Raupi. Du bist ja auch hier. Ja. Psst. Weißt du, du bist eine Ruhe. Ich will hören, was der Typ dort zu erzählen hat. Seid ruhig. Hm? Wer redet denn da? Das ist... Gengar? Also, bin ich zum Berg gefurzelt. Und da sah ich es. Das war der absolute Hammer, sag ich euch. Der absolute Hammer? Das war ein Pokémon, das Xatumrad gefragt hat. Und dieses Pokémon, ja, also das sieht aus wie ein gewöhnliches Pokémon. Aber von wegen. Es ist kein Pokémon, sondern ein Mensch. Was? Also ist es wahr, ein Mensch, der in ein Pokémon verwandelt wurde. Und ich weiß noch mehr. Xatu hat den Menschen erzählt, dass seine Verwandlung in ein Pokémon das Gleichgewicht der Welt zerstört hätte. Augenblick mal. Das ist doch wie in der Voluana-Legende. Aber das ist immer noch nicht alles. Das haut euch um. Ihr wisst ja von den vielen Naturkatastrophen letzter Zeit, oder? Xatu hat behauptet, diese Katastrophen kommen daher, weil das Gleichgewicht der Welt gestört ist. Und wenn nicht bald das Gleichgewicht wiederhergestellt wird, dann wird mit der Welt das Undenkbare geschehen. Das hat Xatu gesagt. Was? Die Welt? Das Undenkbare wird geschehen. Was sollen wir tun? Dieser Ding da. Er versetzt alle in Angst und Schrecken. Na, Leute. Kein Grund zur Panik. Ich denke, es gibt einen Weg, etwas dagegen zu tun. Was kann ich tun? Nun, die Lösung für dieses Problem ist eigentlich ganz einfach. Wenn ein Mensch, der zu einem Pokémon wurde, das Gleichgewicht der Welt zerstört, na dann müssen wir, dann müsste doch alles wieder normal werden, wenn der Mensch weg ist. Stimmt's oder habe ich recht? Das ergibt Sinn. Wenn man so drüber nachdenkt, vielleicht hast du wirklich recht. Und schließlich ist dieser Mensch der fiese Feigling, der gerade vor im Stich ließ. Ich glaube, der Mensch hat uns nichts vorzuwerfen, wenn wir ihn loswerden wollen. Ist es nicht so, Zwergi? Was? Das kann nicht sein. Du bist dieser Mensch. Ist das wahr? Antworte. Wir können es erklären. Wir fragen nicht dich, wir fragen Zwergi. Also was ist jetzt?
Bist du wirklich der Mensch aus der Legende? Nun ja, irgendwie schon, aber... Also... Zwergi? Zwergi? Du hast wohl nichts zu deiner Vertätigung zu sagen, was, Zwergi? Tja, sein Schweigen sagt alles, mein lieben Pokémon-Freunde. Lasst uns zwecklos werden und wieder Frieden finden. Wie bitte? Jetzt wartet doch mal. Was ist los mit euch? Was habt ihr vor? Zwerg, lauf! Geschieht ihm recht. Oh, ich werde bekloppt, wenn ich den Gegner noch länger sprechen muss. Boah. Werde ich selbst zum bekloppten Psychopathen. Was für ein Schreck, dass die Stimme plötzlich so umschlagen würde, hätte ich nie erwartet. Es wäre nicht gut ausgegangen, wenn wir noch länger da geblieben wären. Aber weißt du, Zwergi, warum hast du denn nichts gesagt? Warum hast du ihnen nicht erklärt, dass sie einen Falschen haben? Du hättest ihnen sagen sollen, dass du nicht der Mensch aus der Volona-Legende bist. Hör mal, Mordev. Eventuell bin ich's doch. Was? Team auf Löwen, ich gebe auf. Ja, komm doch nicht in Frage. Was soll das denn jetzt? Wie kommst du denn jetzt da drauf? Unsere Team auflösen? Das klingt aber gar nicht nach dir, Zwergi. Was bedrückt dich wirklich? Was? Du hattest einen Traum? Und Gardevoir kam daran vor? Und deshalb glaubst du, du könntest der Mensch aus der Legende sein? Ich verstehe. Hey, Zwergi! Du kannst dich nicht daran erinnern, wie du als Mensch warst, stimmt's? Du weißt also nicht, was wirklich passiert ist. Du weißt, dass ich an dich glaube, Zwergi, nicht wahr? Daher... Oh. Was wollen denn die von mir? Nach dem Vorfall auf dem Pokémon-Platz haben wir eine Versammlung abgehalten. Wir besprachen, was zu tun sei, um die Welt zu retten. Es wurde ein Beschluss gefasst. Wir müssen dich loswerden. Was hast du da gesagt? Ich wollte es zunächst auch nicht glauben. Ich hatte gehofft, es würde nicht dazu kommen. Aber wir haben keine Wahl. Wir werden dich mit all unserer Kraft bekämpfen. Wir sollen hier kämpfen? Wir gewähren dir eine Nacht. Hä? Pack deine Sachen und verlass diesen Ort. Vom morgigen Tage an werden Retterteams aller Art auf der Jagd nach dir sein. Und sie werden dich ohne zu zögern angreifen. Und nicht nur dich. Jeder, der Zwerge begleitet, wird als Feind betrachtet. Die Jäger werden euch ohne Gnade angreifen. Das gilt auch für uns. Wir werden uns ebenfalls an eure Fersen heften. Auch wenn es noch so sehr weh tut, ihr müsst fliehen. Flieht, flieht und überlebt. Ihr werdet fliehen müssen, bis ihr die Wahrheit herausfindet. Simsala, wenn wir uns das nächste Mal begegnen, gibt es keine Gnade. Nehmt wohl. Zwergi, auf seine ganz eigene Art, glaubt auch das Team von Simsala an dich. Hab ich es dir nicht gesagt? Ich werde nie wieder an dir zweifeln. Was auch passieren wird, ich glaube an dich, Zwergi.
Und ich werde auch keine Angst haben, wenn andere Retterteams uns angreifen. Also, was soll das heißen? Du glaubst nicht an dich selbst, Zwergi. Zwergi? Raupi? Zwergi, ich hab dir etwas versprochen. Weißt du noch? Dass wir hier eine Basis errichten würden. Dass ich eurem Retterteam beitreten würde, wenn ich mal groß bin. Zwergi, gib nicht auf. Du bist für mich ein Vorbild. Ich glaube auch an dich. Und was sagst du jetzt? Ja, okay, ich werde immer mein Bestes geben. Jawohl, das ist die richtige Einstellung. Genau das wollte ich hören. So kennen wir dich, Zwergi. Also gut, fürs Erste haben wir leider keine Wahl. Wir müssen weg von hier. Aber eins ist sicher, wir werden hierher zurückkommen. Und wir werden die Wahrheit herausfinden. Am nächsten Morgen. Ich frage mich, warum wir nicht die Nacht durchgemacht haben und uns schon mal einen Vorsprung. Aber gut, ja, wir geben dir eine Nacht. Und ich lege mich nochmal bequem in mein Bett und schlafe noch ein bisschen. Also ich meine, einerseits könnte ich nicht ruhig schlafen, wenn ich wüsste, dass ich ab morgen verfolgt werde. Und andererseits, ich gebe dir eine Nacht ab jetzt und dann verfolgen wir dich. Ich würde die Beine in die Hand nehmen und ich würde mich schon mal... Weißt du, wie weit man in einer Nacht kommt? Also ich würde schon mal einen Vorsprung holen, was... Ihr versteht, also ich würde schon mal... Also in Real Life würde ich dann schon mal, ich würde schon mal mit der Bahn irgendwo, soweit ich komme, irgendwie nach, also ich, in einer Nacht, ich würde nach Sibirien oder irgendwo, ich würde irgendwo in eine Pampa gehen, irgendwo ins Tiefste, also irgendwo, wo man mich nicht mehr findet. Das ist also, man kann heutzutage in einer Nacht, da kennst du das andere Ende der Welt, also das ist nach China, nach Japan, das ist irgendwo ein Flugzeug steigen und mich am anderen Ende der Welt, am Arsch der Welt irgendwo in Neuseeland aufhalten. Neuseeland hat kein Auslieferungsabkommen mit Deutschland. Morgen, Zwergi. Es ist noch früh, aber ich dachte mir schon, dass du bereits wach bist. Können wir aufbrechen? Nein, noch nicht. Wir frühstücken noch bequem. Na dann kann es losgehen. Von nun an sind wir auf der Flucht. Schöne Flucht, nochmal bequem eine Nacht im Haus verbracht. Das ist, ja gut, es ist ein Kinderspiel, aber... Ja, nochmal bequem eine Nacht schlafen. Schlafen wir nochmal drüber, vielleicht sieht die Welt morgen anders aus. Das wird sicher eine anstrengende Reise. Ich möchte unsere Mitstreiter aus die Sache heraushalten. Wir sagen ihnen besser nichts. Lass uns einfach gehen, nur du und ich. Du weißt, was wir zu tun haben, oder? Wir müssen vor den Retterteams flüchten. Sie dürfen uns nicht einholen. Ja, das ist richtig. Wir müssen fliehen. Wie es Simsala schon sagte. Auch wenn es noch so sehr weh tut, ihr müsst fliehen. Flieht. Flieht, ihr Narren. Und überlebt. Ihr werdet fliehen müssen, bis ihr die Wahrheit herausfindet. Ja. Wer oder was bin ich? Solange ich diese Antwort nicht gefunden habe, muss ich durchhalten und fliehen. Selbst wenn das bedeutet, bis ans Ende der Welt laufen zu müssen. In Ordnung, dann lass uns aufbrechen. Zwergi. Raupi. Und auch Safkon. Oh, und sogar die Papunga. Wow, bin ich froh, wir haben es noch rechtzeitig geschafft. Wir wollten uns noch von dir verabschieden, Zwergi. Ich auch.
Guten Morgen, ich bin's Dick da. Ich wollte mich auch von euch verabschieden. Ja, ne? Flap, flap. Gepeleper. Die Peleper Post. Klonk. Naja, Post jetzt. Das ist ein Brief. Zwei, kannst du ihn vorlesen? Ich glaube nicht, dass ich das kann. Zwei liest den Brief. Viel Glück. Jetzt heißt es für eine Weile Abschied nehmen. Aber nur bis zu dem Tag, an dem ich dir wieder Post bringe. Bis dahin werde ich auf euch warten. Der fliegende Postbote Peleper. Sogar Peleper. Danke, euch allen. Die anderen Pokémon werden bald aufwachen. Ihr müsst gehen. Beeilt euch. Jawohl. Zeigen. Gehen wir. Ja, ganz entspannt. Passt auf euch auf. Wir warten auf euch beide. Nur die Ruhe. Dreht euch nochmal um. Winkt nochmal schön. Das ist alles mit der Ruhe. Ganz, ganz, ganz ruhig. Uns verfolgt ja niemand. Wir werden wiederkommen. Verlasst euch drauf. Und bis dahin haltet ihr die Ohren steif. Und so begann für Zweigi die Flucht ins Ungewisse, voller Gefahren und Entbehrungen. Über zerklüftete Gebirge. Oha, das sind aber tiefe Spalten. Und brennende Felder. Die Natur ist auch hier durcheinander geraten. Die Waldbrände sind anscheinend immer noch nicht unter Kontrolle. Doch allen Gefahren zum Trotz hielt sich das Team von Zwergi wacker. Unverzagt und tapfer marschierten sie weiter. Puh, wir sind wirklich weit gekommen. Während wir unterwegs waren, kam mir folgender Gedanke. So viele Orte wurden von Naturkatastrophen heimgesucht. Ich wette, es gibt viele Pokémon, die Hilfe benötigen. Ich würde wirklich gerne wieder Rettungsaufträge übernehmen. Entschuldige. Ich reiße mich zusammen. Jetzt müssen wir erstmal fliehen. Oha, ich höre Stimmen. Ich glaube, sie sind da lang. Sie können uns nicht entkommen, nicht uns allen. Wir müssen es fähig schnell finden. Ah, haben sie uns etwa schon so schnell reingeholt? Kein Wunder, wir haben jetzt nicht wirklich einen Vorsprung. Also, ja. Zwergi, wir müssen schnell von hier verschwinden. Lapishöhle U1. Okay, na dann. Ein Apfel. Konnten wir noch irgendwelche Items mitnehmen oder haben wir jetzt nur einen Apfel im Inventar? Ich werde mal gucken. Sammelbox. Oh doch, wir haben einiges mitgenommen. Tja, leider nicht die sinnvollsten Sachen. Tja, wir werden wohl einiges sammeln müssen. Versuchen zu überleben. Vielleicht kommen wir ja an die eine oder andere Kangama-Statue, an der wir ja Items holen können. Zubats. Wilde Zubats in den Höhlen. Oh. Eine hübsche Box. Ja, jetzt am Anfang der Flucht. Er wird uns nicht viel bringen. Oh nein, verwirrt. Na komm, Molly. Was kriegst du hin? Ist nur ein Zubat. Ach Mensch. Beide verwirrt. Ach Mann, Molly. Das fängt ja super an. Ich bin wieder nicht verwirrt. Wir sind erst auf U1. Was ist denn hier los? Ach Mensch.
Du wurdest gefangen genommen und getötet. Du bist nicht entkommen, deine Flucht ist gescheitert. Nein. Zwecki wurde durch die Attacken Giftstachel von Nidorania in Dunschnapeshülle ohnmächtig. Du hast Items und Geld verloren. Tja, das wird noch öfters passieren. Ah, wir haben es nicht geschafft. Vielleicht waren wir zu selbstgefällig und sorglos, Zwecki. Was wohl aus den Pokémon geworden ist, die uns verfolgt haben? Ob sie noch im Dungeon sind? Wenn wir auf sie treffen, gibt das Ärger. Wir sollten schnell verschwinden. Ich werde mal kurz hier Items lagern. Items entnehmen. Wie sieht's denn hier aus? Flea Orb? Brauchen wir jetzt nicht. Wir bräuchten ein paar Leberbeeren. Tja, gibt's nicht. Speichern können wir hier auch nicht. Ich speichere trotzdem an dieser Stelle und mache eine kleine Aufnahmepause. So, speichern und zum Startmenü gehen. Jo. Glaube ich, nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und im nächsten Part geht es weiter auf die Flucht. Ja, jetzt werden wir verfolgt. So sieht's aus. Glaube ich, nach oben Abo da lassen. Glocke aktivieren. Ihr wisst Bescheid. Naja. Man sieht sich im nächsten Part. Habt eine ganz schöne Zeit und haut da rein. Ciao, ciao.